Günther. Johann Christian, ein geschickter deutscher Poet, gebürtig von Schweidnitz in Schlesien, lebte im Anfang des 18. Säkuli, studierte zu Leipzig Mediziner, führte dabei ein etwas freies Leben und brachte seine Zeit in ziemlicher Dürftigkeit zu, machte aber dabei sehr schöne Gedichte, von welchen ein Teil nach seinem Tode anno 1723 zu Breslau zusammengedruckt worden. Wie geht's Ihnen heute? Ich lese gerade Gedichte von Johann Christian Günther. Kennen Sie ihn? Nein. Ich kannte ihn auch nicht. Aber es lohnt sich, ihn zu kennen. Obschon manche seiner Verse von einer Herbheit sind, die kaum mehr erträglich und auch kaum mehr gerecht ist. Es sind die bittersten Verse, die ein deutscher Dichter je geschrieben hat. Hören Sie. Ich fürchte, es blitzt von Westen, der Norden droht schon über dich. Du pflügst vielleicht nur fremden Gästen, ich wünsch es nicht, gedenk an mich. Du magst mich jagen und verdammen, ich steh wie Bias bei den Flammen und geh, wohin die Schickung ruft. Da fliegt ein Staub von meinen Füßen, ich mag von dir nichts mehr genießen, so gar nicht diesen Mund voll Luft. Ich bin jetzt 19 Jahre alt. Seit ich 16 bin, schreibe ich Gedichte. Geld habe ich damit noch nicht verdient und leben werde ich davon wohl nie können. Neulich war ein Freund bei mir und nach dem vierten oder fünften Glas Wein fragte er, ob ich mit 30 oder mit 90 Jahren sterben werde. Und Günther hat auch früh angefangen zu schreiben und hat nie einen richtigen, einen vernünftigen Beruf erlernt. Sind immer nur Gedichte geschrieben. Als er starb, war er noch nicht einmal 28 Jahre alt. Ich bin gespannt, wie es mir mit 28 Jahren gehen wird. An seine Schöne. Des Ulmbaums Hilfe missen kann, so wenig ficht der Neid mich an, dass meine Brust dir Abschied gebe. Mein treues Herz ist ein Magnet, das nur nach einem Pole steht. Dein Nordstern leitet meine Liebe. Ich lieb und sterbe dir getreu, wenngleich der Schick und Tyrannei mich heute noch ins Elend triebe. Eröffne mir das Feld der Brüste, entschleuß die Wollust schwangere Schoß, gib mir die schönen Lenden bloß, dass ich des Monden Neiden tröste. Die Nacht ist unserer Lust bequem, die Sterne schimmern angenehm und buhlen uns nur zum Exempel. Drum gib mir der verliebten Kost, ich schenke dir der Wollust Most, zum Opfer in der Keuschheit Tempel. Die Zeit kommt nimmer mehr zurück, wenn sie schon einmal sich verkreucht, die Gelegenheit entweicht in einem kurzen Augenblicke. Wer weiß, wer dich in einer Frist von 24 Wochen küsst, wie bald kann mich ein Stahl entleiben? Dann wird dein angenehmer Mund, der meiner Sehnsucht offen stund, mit anderen sich die Zeit vertreiben.
jedoch soll mich der Tod entreißen. Aber meine Leiche sehen, so soll mir doch der Wunsch geschehen, dir in der Gruft getreu zu heißen. Mein Tod soll dir beständig sein und meines Körpers Leichenstein wird diese Grabschrift nie verlieren. Hier schläft mein Kind, dein ander Ich, dem wenig glaube sicherlich, den Preis der Redlichkeit entführen. Oh, so verdient es wohl die Länge meiner Qual. Ich sterbe schon vor Angst des Tages tausendmal. Und hab ohne ihre Gunst kein ander Glück auf Erden, als dass ich hoffen kann, gar bald verscharrt zu werden. Und das... Hier nahm sein Schmerz ein schön und plötzlich Ende, indem ein sanfter Druck zwo unversehrner Hände ihm, dessen Herz dabei so Furcht als Hoffnung fand, mit zärtlich starker List das Antlitz rückwärts band. Brüder, lasst uns lustig sein, weil der Frühling währet und der Jugend Sonnenschein unser Laub verklärt. Grab und Bahre, warte nicht, wer die Rosen jetzt umbricht. Dem ist der Kranz bescheret, dem ist der Kranz bescheret. Unseres Lebens schnelle Flucht leidet keinen Zügel und des Schicksals Eifersucht macht dir stetig Flügel. Zeit und Jahre fliehen davon und vielleicht schnitzt man schon an unseres Grabes Riegel, an unseres Grabes Riegel. Wo sind jene, sagt es mir, die vor wenig Jahren eben also gleich wie wir jung und fröhlich waren. Ihre Leiber deckt der Sand, sie sind in ein ander Land aus dieser Welt gefahren, aus dieser Welt gefahren. Wer nach unseren Vätern forscht, mag den Kirchhof fragen. Ihr Gebein, so längst vermorscht, wird ihm Antwort sagen. Kann uns doch der Himmel bald, eh die Morgenglocke schallt, in unsere Gräber tragen, in unsere Gräber tragen. Unterdessen seid vergnügt, lasst den Himmel walten, trinkt bis euch das Bier besiegt, nach Manier der Alten. Fort mir wässert schon das Maul, drum ihr andern seid nicht faul, die Mode zu erhalten, die Mode zu erhalten. Dieses Gläschen bring ich dir, dass die Liebste lebe und der Nachwelt bald von dir einen Abriss gebe. Setz die andern gleichfalls an und wenn dieses ist getan, so lebt der edlen Rebe, so lebt der edlen Rebe. So verfliegt der sachte Rauch, so verfliegt das Leben auch. Und die Asche malet hier unseres Leichnams Bildnis für. Mir ist damals durch Zufall ein Buch in die Hände gefallen mit den Gedichten von Johann Christian Günther. Und die haben mir sehr gut gefallen. Ich habe mich eingelesen und je mehr ich gelesen habe, desto erstaunter war ich, dass es sowas überhaupt gibt und dass dieser Mann überhaupt nicht präsent ist in der deutschen Dichtung, dass man allenfalls von Ferne von ihm gehört hat, aber seine Gedichte nicht kennt. Und
Gedichte, das ist ja nicht Druckerschwärze und Papier, sondern das ist ein lebendiger Mensch, den man mehr und mehr kennenlernt. Und so hatte ich das Gefühl, das wäre mein Freund, obwohl er schon 250 Jahre tot ist und ich muss was für den tun. Er hat einen sehr seltenen Ton angeschlagen. Und wenn man einen Ton repräsentieren will, dann greift man zur Musik. Und ich habe angefangen, meine liebsten Gedichte mit Melodien zu versehen, zum Teil selber welche zu komponieren, zum Teil Originalmelodien aus dem 18. Jahrhundert herzunehmen und habe so jedem Gedicht nach und nach ein maßgeschneidertes Kleidchen sozusagen verpasst. Dieses Lied heißt Gedicht zunächst an seine Schöne. Und das war Leonore Jachmann, die Frau, die ihn am allermeisten geliebt hat in seinem Leben. Meine Taube und diese wertes Kind bist du. Die Welt hat nichts von süßerem Schmerze, als wenn ich dir vertrautes Herze die Arme um den Nacken tu und dort zwei Handvoll Blumen raube. Nach warmen Regen ein grünlichter Geruch erquickt. So geil, so kräftig und so süße erfahr ich den Geruch der Küsse, die, wenn sich deine Zunge rückt, Herz, Nieren, Mark und Geist bewegen. Vor einem halben Jahr zum ersten Mal die Günther-Lieder von der Stellin-Platte gehört. Und diese einfachen, einprägsamen, spröden Melodien zu Günthers Gedichten, besser kann man das eigentlich gar nicht machen. Seit dem dritten, vierten Mal anhören, summe ich das auch öfters vor mich hin, nur eine bleibet meine Taube und so. Mich deucht, es geht auf deinem Munde der nächste Weg in Amors Reich. Der Vorschmack von den reinen Lüsten führt mich durch Berge, Tal und Wüsten. So denk ich oft und irr ich gleich, so irr ich doch mit gutem Grunde. Reißt sanfte Lippen, reißt mein Leben durch so ein warmes Gift dahin. So komm ich besser und auch eher ins Paradies der Elysäer, allwo ich schon im Traume bin, weil Fried und Schönheit um mich schweben. Du magst es auch belachen, ich will mit deinen Küssen fliehen und wird mich dort Petrarch umfassen, ihn gleichfalls einen kosten lassen. Was gilt's, er soll vor Sehnsucht glühen und viele Geister lüsternd machen. Hier lag ich nun und band den kranken Fuß mit Stroh und krümmte mich im Kalten, in Hoffnung durch den Tod Erlösung zu erhalten. Schweig du doch nur, du Hälfte meiner Brust, denn was du weinst, ist Blut von meinem Herzen. Ich
taumle so und hab an nichts mehr Lust als an der Angst und den getreuen Schmerzen. Womit der Stern, der unsere Leiber trennt, die Augen brennt. Die Zärtlichkeit der innerlichen Qual erlaubt mir kaum ein ganzes Wort zu machen. Was dem geschieht, um welchen Keil und Strahl bei heißer Luft in weitem Felde krachen, geschieht auch mir durch dieses Donnerwort. Nun muss ich fort. Gedenk einmal, wie schön wir vorgelebt und wie geheim wir unsere Lust genossen. Da hat kein Neid der Reizung widerstrebt, womit du mich an Hals und Brust geschlossen. Da sah uns auch bei selbst erwünschter Ruh kein Wächter zu. Genug, ich muss, die Marterglocke schlägt, da liegt mein Herz, da nimm es aus dem Munde. Und hebe es auf, die Früchte, so es trägt, sind Ruh und Trost bei mancher bösen Stunde. Und lies so oft dein Gram, die Leute flieht, mein Abschiedslied. Ich sterbe dir und soll ein fremder Sand den oft durch dich ergötzten Leib bedecken. So gönne mir das letzte Liebespfand und lass ein Kreuz mit dieser Grabschrift stecken. Wo ist ein Mensch, der treulich lieben kann? Hier liegt der Mann. Für diesen Mann, den Dichter Günther, hat es zweierlei Jenseits gegeben, gleichsam zwei verschiedene Himmel. Einen heidnischen, einen christlichen. Der christliche Himmel hatte einen großen und, wenn man so sagen kann, sehr schwerwiegenden Schatten. Das war der Vater von Johann Christian, ein hartherziger Mann, Arzt in Striegau. Der hat sich sehr viel beschäftigt mit Obstkulturen, Pflanzenanbau und diese Nutzpflanzen. Das war für den kleinen Johann Christian Günther die Umgebung seiner Kindheit. Und er mag damals schon im Hintergrund, im Geiste gespiegelt gesehen haben, die Haine, die Gefilde des Jenseits, des Elysium und die große Welt, die Parkanlagen. Der heidnische, das war der antike Götterhimmel, das Elysium mit vielen Göttern und Göttinnen drinnen. Das Elysium hat sich gespiegelt in den großen Schloss- und Parkanlagen der Fürsten, den Göttern der Erde, wie sie Johann Christian Günther selber genannt hat. Bei einem der irdischen Götter, dem Kurfürsten August dem Starken in Dresden, hat sich Günther beworben um eine Stelle als Hofdichter. Es gab verschiedene Bewerber, die dazu eine Art Wettdichten antreten mussten. Johann Christian Günther ist durchgefallen und abgewiesen worden. Ich leide das Äußerste. Von aller Hoffnung und Hilfe wieder emporzukommen, völlig verlassen. Alle Geschicke verschwören sich auf mein Haupt. Und doch bedrückt meine Seele nichts mehr als unseres Zeitalters Unrecht an den schönen Künsten.
Die meisten von denen, die gelehrt sein wollen, richten sich alle Zeit, alles Trachten auf vergängliche Schätze und verlieren bei Prozessen und Börsengeschäften den gesunden Menschenverstand. Hat sich immer wieder gefangen und frische Hoffnung geschöpft, bis er sich eines Tages hat nicht mehr fangen können. Im Herbst 1719 ist er in seine Heimatstadt Schweidnitz zurückgekommen, das erste Mal nach 4 Jahren wieder, und bei einer Hochzeitsfeier ist er geschlagen worden. Für Geld hat sich Günther nie so sehr interessiert, hat auch nie welches gehabt. Bin ich arm, diese macht mir wenig harm. Aber die Zuneigung aus der Gesellschaft, in der er gelebt hat, die hat er dringender gebraucht wie das tägliche Brot. Sie ist ihm entzogen worden und gegeben worden. Und wenn sie ihm weggenommen worden ist, hat sie ihn sehr viel härter getroffen, als es andere hat treffen müssen. Seine Gesellschaft, seine Stadt quasi hat ihn vor die Tür, vor die Tore gesetzt, um ihn dort besser bewundern zu können, aber auch um ihn besser fertig machen zu können. Johann Wolfgang von Goethe über Günther. Er musste sich kümmerlich ins Leben hineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürfnis gedrängt, vergeuden. Wenn ich ein Zeitgenosse Günthers gewesen wäre, dann hätte ich reimen können. Und davor muss ich mich ja hüten. Und ich hätte mit so einer klaren und offenen und herzlichen Sprache anschreiben können gegen den schwulstigen und überladenen Barock. Aber wenn ich an seine Schwierigkeiten denke, eine Anstellung zu finden, dann bin ich ganz froh, dass ich jetzt lebe. Verhungern werde ich wahrscheinlich nicht. Und bald gibt es die Rentenversicherung für Künstler. Außerdem, wenn ich 1695 geboren wäre, wäre ich ja schon längst gestorben. Sein Jugendfreund Menke. Unterdessen, da er aus dem Stegreif so wohl geschrieben, so kann man leicht erachten, was vortreffliche Gedichte er würde gemacht haben, wenn er mehr Zeit und weniger Nahrungssorgen gehabt. Die Meinung des Vaters. Er hat sich nicht akkommodieren können und ist seines dunklen Schicksals eigener Schmied gewesen. Der Dichter Hauff ist eines Morgens in Tübingen erwacht von einem Lied, was die Wäscherinnen unter seinem Schlafzimmer gesungen haben. Aus dem Volksmund vermeintlich, in Wirklichkeit ein Lied von Günther, wie gedacht, vor geliebt, jetzt ausgelacht, gestern in die Schoß gerissen, heute von der Brust geschmissen, morgen in die Gruft gebracht, wie gedacht, vor geliebt, jetzt ausgelacht. Und er war davon so gerührt, dass er gleich ein neues eigenes Gedicht auf dem gleichen Schema gedichtet hat, nämlich Morgenrot leuchtest mir zum frühen Tod, ein Lied über den Tod in der Schlacht fürs Vaterland, gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen, morgen in das kühle Grab. So hat sich die Liebe, die Erotik innerhalb von einem Jahrhundert pervertiert in die Sehnsucht nach dem Tod auf dem Schlachtfeld. Wir singen noch die alte Fassung von Günther. Abschied von seiner ungetreuen Liebsten. Wie gedacht, vor geliebt, jetzt ausgelacht. Wie gedacht, vor geliebt, jetzt ausgelacht. Gestern in die Schoß gerissen, heute von der Brust geschmissen, morgen in die Gruft gebracht. Wie gedacht, vor geliebt, jetzt ausgelacht. Dieses ist aller Jungfern Hinterlist. Dieses ist aller Jungfern Hinterlist. Viel versprechen, wenig halten, sie entzünden und erkalten öfters, eh der Tag verfließt. Dieses ist aller Jungfern Hinterlist. Dein Betrug, falsche Seele macht mich klug. Dein Betrug, falsche Seele macht mich klug. Keine soll mich mehr verlassen, keine soll mich mehr umfassen, einmal ist für wahr genug. Dein Betrug, falsche Seele macht mich klug. Hast du nicht ein Gewissen, das dich sticht? Hast du nicht ein Gewissen, das dich sticht?
wenn die Treue meines Herzens und die Größe meines Schmerzens deinem Wechsel widerspricht, hast du nicht ein Gewissen, das dich sticht. Bringt mein Kuss dir so eilends Überdruss. Bringt mein Kuss dir so eilends Überdruss. Also geh und küsse diesen, welcher dir sein Geld gewiesen, das dich wahrlich blenden muss. Bringt mein Kuss dir so eilends Überdruss. Bin ich arm, dieses macht mir wenig Harm. Bin ich arm, dieses macht mir wenig Harm. Tugend steckt nicht in dem Beutel, Gold und Geld macht nur die Scheitel, aber nicht die Liebe warm. Bin ich arm, dieses macht mir wenig Harm. Und wie bald misst die Schönheit die Gestalt. Und wie bald misst die Schönheit die Gestalt. Rühmst du gleich von deiner Farbe, dass sie ihresgleichen darf, auch die Rosen werden alt. Und wie bald misst die Schönheit die Gestalt. Weg mit dir, weg von mir, falsches Herze, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir, falsches Herze, weg von mir. Ich zerreiße deine Kette, denn die kluge Henriette stellt mir was Besseres für. Weg mit dir, falsches Herze, weg von mir. Ich finde es schon schade, dass sie ihn damals so wenig verstanden haben, aber das war wohl der Preis. Und was wäre denn los in der Literatur überhaupt, in der Welt, wenn ich immer wieder jemand käme und sich traut und wagt, nicht verstanden zu werden? Bleibet wohl der wahren Tugend. Kind, der so die Tochter will, muss mit der Mutter buhlen. Im Jahr 1716 hat sich Johann Christian Günther mit 21 Jahren in Wittenberg zum kaiserlichen Dichter krönen lassen. Das einzige offizielle Diplom seines Lebens, eine große Ehre, aber auch sehr teuer. Mit Gebühren verbunden und einem Festschmaus, den er selber hat bezahlen müssen. Ein Jahr später, 1717, saß er in Wittenberg im Schuldgefängnis. Freunde haben ihn ausgelöst. Er hat in den nächsten Jahren immer weiter beobachten müssen, wie seine Freunde zu Geld, Ehre, Stellung und Familie gekommen sind. Alles Dinge, die er selber sehnsüchtig wollte, ist aber im Gegenteil immer weiter davon weggesunken und die anderen aufgestiegen. Allerdings hat er dabei auch gelernt, die Dinge zu verachten, nach denen er sich selber ursprünglich gestreckt hatte, eine Quelle für Satiren, wie die folgende. Als Herr Tobias Ehrenfried Fritzsche anno 1718 in Wittenberg die Magisterwürde erhielt. Viel Glücks zum neuen Meister, Rechte, so kurz erklärt sich unsere Pflicht, die wie das buhlerische Geschlechte mehr wünscht als sagt, mehr denkt als spricht. Man muss nur mit den Wölfen heulen und weil es die Mode so befiehlt, die hier edler Freund ein Lied erteilen, es sei auch noch so lahm gespielt. Dein Violett Sophiens Gabe erinnert unseren kalten Geist, als ob man zu bedenken habe, was eigentlich Magister heißt. Fürwahr, der grundgelehrte Titel bedeutet mehr, als mancher denkt.
und ist dann jetzt ein Wohlfeilmittel, das ungemeinen Vorteil schenkt. Zum ersten schmückt dies Wort den Namen und ziert ihn wie den Hund der Schwanz und wie ein großer Hecht den Hamen und wie ein schönes Haupt der Kranz. Herr Fritsche ließe gar zu seichte, Magister Fritsche klappt und klingt so zärtlich als die Uhrenbeichte, die Durchen in dem Bette singt. Zum anderen hat sich ein Magister des großen Ranges zu erfreuen, wenn Mutter, Schwäger und Geschwister Magister und Magister schreien. Da steht er auf den Treppenstufen, sobald der Tisch voll Speisen steht, und harrt und hört sich zehnmal rufen, weil ihm das Wort durchs Herze geht. Zum dritten sieht er sich verehren, er kommt auch nur, wohin er will. Da muss er von den Jungfern hören, wie Herr Magister, wie so still. Ach, Herr Magister, Sie vexieren, der Herr Magister geht voraus. Der Herr Magister wird uns führen, der Herr Magister fällt ins Haus. Magister kriegen von dem Schreiber, Schulmeister klappt nicht mehr Respekt. Magister finden reichere Weiber, dieweil die Kraft im Titel steckt. Was braucht's? Du wirst es selbst erfahren, die heutige Promotion gewährt deinen jungen Jahren den herrlichsten Magisterlohn. Im Übrigen bitte ich zu bedenken, ob man sich nicht durch Herausgebung ärgerlicher und unflätiger Gedichte der Sünden des Dichters teilhaftig mache, ja, sie darüber hinaus noch vergrößere, indem man solche Leichtfertigkeiten in mehrere tuckend Herzen bringet und auf unsere Jugend fortpflanzet. Dem Schaden, den unvermerkt bei sehr vielen solche Gedichte anrichten, ist keine, auch nicht die allergrößte Vortrefflichkeit, so sie sie nur haben können, zu vergleichen. Auf die Tadler, gegen die, die hinter dem Rücken Übles nachreden, dem armen Dichter. Die letzte Strophe bezieht sich auf eine Stelle im Matthäusevangelium, wo es heißt, was regst du dich auf über dem Splitter im Auge deines Nächsten und siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Und er, Günther, sagt, es stimmt schon, dass ich einen Balken im Auge habe, aber wenn ich diese Falken sehe, die nichts Besseres zu tun haben, als nach Splittern in Augen Ausschau zu halten, dann darf ich auch meinen Balken vorne anspitzen und als Rammwaffe verwenden. Auf die Tadler. Kehrt sich nach der dummen Welt, sie kann doch nichts als tadeln. Wem Treu und Wahrheit nur gefällt, der darf sich selber adeln. Und überwindet nach und nach, und überwindet nach und nach die ohne Schuld erlittene Schmach. Wie schwierig das sein muss, so ehrlich zu sein, zu schreiben, wie Günther. Einer der wenigen veröffentlichten Briefe ist unterschrieben so ungefähr: Lebe wohl und liebe mich als deinen ehrlichen Günther. Den Preis, den Günther für diese Ehrlichkeit bezahlen musste, war ein Berufsverbot, ja, sein Leben. Kein Handwerk geht doch jetzt so gut, als bloß das Hechel machen. Ein Narr, der sonst nichts kann und tut, der legt sich aus Verlachen. Da ist kein Ding so schlecht und klein, da ist kein Ding so schlecht und klein. Ein loses Maul muss drüber sein. Die Brüder bei dem Aquavit sind Meister in dem Kügel und wissen alles, was geschieht, so unverschämt zu striegeln. Dass einer, der den Nächsten liebt, dass einer, der den Nächsten liebt, sich schon vom Hören übergibt.
Herodes, dank euch für dies Lied. Ich mag so leicht nicht singen, doch wo mich eure Fistel zieht, so lernt vorher gut springen. Sonst heult mein Satyr und sein Chor, sonst heult mein Satyr und sein Chor euch ganz gewiss erschrecklich vor. Ein kluger schnitzt und hobelt zwar zuerst den eigenen Balken, doch endet man ihn ganz und gar, so kann er auch den Falken. So jedes nächsten Splitter sehen, so jedes nächsten Splitter sehen, getrost die Spitz entgegen. Carolus communis. Carolus interna, externa, Carolus communis, Carolus interna, Carolus externa, vertebralis, basilaris, Carolus communis, interna, externa, vertebralis, basilaris. Carolus. Die letzte große Kraftanstrengung von Günther war, nach Jena zu gehen, um sein Medizinstudium zu Ende zu führen, um sich die Voraussetzungen zu schaffen für das, was er sich so heiß ersehnt hat, Herd, Tisch, Bett, Frau und Kinder. Mit Ernst und Eifer ist er zu Werk gegangen. Er hat es nicht bekommen, er war zu schwach und ist eines Tages auf der Straße zusammengebrochen. Seine Widerstandskraft war einfach erschöpft durch sein unruhiges Leben. Freunde aus Schlesien haben zusammengelegt, um ihn ein Armenbegräbnis zu ermöglichen. Wo er liegt, weiß man nicht. Mein Geist, beweine doch den allgemeinen Jammer. Das Leben ist ein Joch, das uns mehr drückt als zieret, ach Ungemach, und auf die Folter schnieret, ach, ach. Beim Eintritt in die Welt wird uns der Schmerz zur Arme, die Gift zur Milch bestellt. Wir führen in der Wiege, ach Ungemach, die besten Elendskriege, ach, ach. Der Fall lehrt uns den Gang, der Gang lehrt uns das Fallen, der weinende Gesang verdient oft Ruth und Schläge, ach Ungemach, und bringt nur Furcht zu Wege, ach, ach. Der Jugend 1. Mai führt uns in Kummerschulen, der Geilheit Tyrannei beraubet die Gemüter, ach Ungemach der edlen Seelengüter, ach, ach. Und nimmt man denn ein Weib, so wird uns Kreuz und Kummer ein rechter Zeitvertreib. Da müssen wir verschwiegen, ach Ungemach, uns unter Hörner schmiegen, ach, ach. Den Kummer ziehen wir groß, da letzen uns die Kinder, die Kleinen nur die Schoß, die Großen Herz und Augen, ach Ungemach, wenn sie am Beutel saugen, ach, ach. Fällt nun die Jugend ab, so steiget mit den Jahren das Elend bis ins Grab. Da muss man mit den Plagen, ach Ungemach, der Jugend Spott vertragen, ach, ach. Drauf fährt man nackt und bloß nach einem finstern Lande auf die Verwesung los. Ja, mancher muss sein Sterben, ach Ungemach, noch wohl mit Angst erwerben, ach, ach. Seht, Brüder, wie es geht, weint, dass es um uns Menschen so gar verdrießlich steht. Ach, betet doch noch heute und wünscht mit mir, dass uns die Glocke läute von hier. Ich brauche nur an meine verpatzten Mathearbeiten zu denken, dann weiß ich, wie sich Günther als strebsamer Student vorgekommen sein muss.
Das anatomische Menschenbild, das Gerippe, was sollte er damit anfangen? Was soll ich mit mathematischen Formeln anfangen? Wonach er suchte, wonach ich suche, das sind Fantasie, Humor, die Liebe eines Menschen, das Besondere. Endlich bleibt nicht ewig aus, endlich wird der Trost erscheinen, endlich grünt der Hoffnungsstrauß, endlich hört man auf zu weinen, endlich bricht der Tränenkrug, endlich spricht der Tod genug. Endlich bricht der Tränenkrug, endlich spricht der Tod genug. Endlich wird aus Wasser Wein, endlich kommt die rechte Stunde, endlich fällt der Kerker ein, endlich heilt die tiefste Wunde, endlich macht die Sklaverei den gefangenen Josef frei. Endlich macht die Sklaverei den gefangenen Josef frei. Endlich, endlich kann der Neid, endlich auch Herodes sterben, endlich Davids Hirtenkleid seinen Saum in Purpur färben, endlich macht die Zeit den Saul zur Verfolgung schwach und faul. Endlich macht die Zeit den Saul zur Verfolgung schwach und faul. Endlich nimmt der Lebenslauf unseres Elends auch ein Ende. Endlich steht ein Heiland auf, der das Joch der Knechtschaft wende. Endlich machen 40 Jahre die Verheißung zeitig wahr. Endlich machen 40 Jahre die Verheißung zeitig wahr. Endlich blüht die Aloe. Endlich trägt der Palmbaum Früchte, endlich schwindet Furcht und Weh, endlich wird der Schmerz zunichte, endlich sieht man Freudental, endlich, endlich kommt ein Mann. Endlich sieht man Freudental, endlich, endlich kommt ein Mann.